2 Punkte. Wir haben Kindergeburtstag Eier. Hier Täterteam, der hohe Rat wird überrannt. Wir brauchen. Tja, da ist aber kein hoher Rat geworden. Schon mal an einer anderen Stelle. Dass sie einfach nicht wollte, wie ich wollte. Das war mega, ja. Super. Achso, der Timing. Ich dachte schon, dass ich hier wieder ständig runterplumpse. Ah, jetzt geht's. Okay.
noch wisst, was ich damals machen muss? Also was ich hier machen muss? Vernichte alle, die deine Macht und Stellung zerstören. Nee, das ist er ja gar nicht. Warte mal, das war der falsche. Leite uns! Hilf uns formen und schaffen! Stärke unser Leben! Lass die Sonne verdunkeln! Möge die Dunkelheit, die uns bekannte Welt auslöschen! Finde sie! Sie darf sich nicht einmischen! Hey, ich bin gar nicht da! Versteckt, Nena, wahrscheinlich nicht. Heute nehmen wir unser Schicksal in die Hand. Hält mich auf! Ich erschaffe die Welt neu! Heute nehmen wir unser Schicksal in die Hand! Ich weiß gar nicht, wie...
ganzes Leben. Dein Gegner ist ein Gott. Ich hab dich am Leben gelassen. Edge, Edge, stopp bitte. Bitte nicht. Bitte nicht. Ich habe dich für Aua. Krieg. Aua, warte. Baby, don't hurt me. Don't hurt me. Wo ist er denn? No more. Hallo? Ich beschütze Paititi, nicht du! Schwer. Es tut mir leid. Schütze Paititi. Der machst schon die ganze Zeit, du Vogel. Ha 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 ha!
Um den Schatz zu finden, muss die Entdeckerin Lara Croft den König überlisten. Den König überlisten? Ob der König da so einfach mitspielt? Ihr Lieben, könnt ihr nicht mal eine Sekunde stillhalten? Jawohl, weiße Königin. Eins. Darf ich mal sehen? Klar. Da bist du, da bin ich, da Dad. Wo sind wir? Hawaii. Mit der Schatulle und diesem Schlüssel können wir die Welt neu erschaffen. Frei von Schwäche, Gewalt. Wenn du so viel Macht hättest, was würdest du tun? Tapferes Mädchen. Das nicht damit rechnet, dass ein Jaguar sie angreift. Wo wollen wir unser nächstes echtes Abenteuer erleben? Ich habe gehört, die Antarktis soll zu dieser Jahreszeit wunderschön sein. Dad! Was nicht? Dann erforschen wir vielleicht die Salzseen von... Mann, Dünner. Richard! Ich weiß, wo wir hinfahren! Ach ja? Was? Hawaii! Oh ja, das wäre bestimmt sehr schön. In diesem Fall musst du mir aber bei den Recherchen zur Vorbereitung unserer Reise helfen, Lara. Nein! Du bist mein Assistent. Oh ja, das stimmt wohl. Tut mir leid, Ma'am, das hatte ich ganz vergessen. Ich verlange, dass man mich ins Museum führt. Nun gut, ich schätze, das lässt sich einrichten. Wenn die Katastrophen beginnen, wird der Gott Kukulkan geopfert, um die Sonne zu erhalten. Sonst kommt das Ende der Welt. Sie opfern einen Gott? Ihn zu opfern ist meine Pflicht. Doch für den Fall, dass ich versage, wird das Purpurfeuer mich leiten und mein Versprechen einlösen. Ich liebe diese Welt, sie ist nicht perfekt. Aber alles, was mir jetzt wichtig ist, ist da. Nach diesem Tag ist die Sonnenfinsternis nicht mehr unser Zeichen. Denn wir behalten die Sonne und du entfernst den Schatten. Schütze Paititi! Bitte. Bitte, Lara. Das werde ich. Unuratu. Meine Mutter, Kriegerin, Rebellen, Königin. Wir werden sie noch über Generationen ehren. Ich vermisse dich. Nun wird ihr Geist uns dabei helfen, Paititi zu vereinen. Wo sind meine Flügelchen?
Vielen Dank. Ich fahre morgen nach Kuvakyaku zurück. Wirklich? Vermisst du den Dschungel? Oder willst du den mysteriösen Fischbaum suchen? Ach, Abby und ich fahren einige Tage an die Küste. Wie schön. Was machst du? Ich denke, ich werde noch eine Weile hier bleiben. Und stellst du noch mehr Artefakte wieder her? Also, was machst du? Ich weiß noch nicht. Ätzli wird mich ein bisschen beraten. Er wird mir schon sagen, was Paititi für den Wiederaufbau benötigt. Wow. Ich will nicht länger suchen. Ich will Zeit mit Menschen verbringen. Okay. Solltest du nicht packen oder sowas? Nein, bis morgen hast du mich an der Backe. Du kannst bleiben, solange du willst, Lara. Gute Reise, Jonah. Wenn hier alles wieder aufgebaut ist, komme ich vielleicht nach und lerne mehr über die Welt fernab von hier. Klar, immer gern. Sag einfach Bescheid. Du auch, Uchu. Wenn er es will. Also, Jonah, Lara hat gesagt, du hast eine Freundin? Wir kommen alle zur Hochzeit. Was? Alle. Moment mal. Ganz kalt, Titi. Zeig mir doch mal die Pläne für den neuen Tempel. Ja, der wird wunderschön. Rausgehe aufs Bild, ist der Ton weg. So, das war's. Schon cool mit dem Popo-Feuer gewesen, oder? Und vor allen Dingen, ich konnte ja dann verstehen, was sie gesagt hat. Weil ich Gott war. Ja, und von wann ist das Spiel? 2018? Wie lange gab es jetzt kein neues Tomb Raider? Ja, 2018.